Mein Shadow bläst sich an. Ey, ich fand das gar nicht mal so schlecht, dass ich die gefickt habe. Hallöchen und willkommen zu einem neuen Fortnite-Video. Und das wurde sich jetzt hier schon ein paar Mal erwünscht. Und zwar mein erster Solo-Win. Da muss ich sagen, das entstand am zweiten Tag, an dem ich Fortnite gespielt habe. Da hatte ich circa 8 Stunden Spielzeit auf dem Buckel, also immer noch ein absoluter Vollnoob. Das werdet ihr auch sehen. Und das Schöne ist auch, dass ihr ein bisschen so die Improvements mitbekommt. Das ist nämlich ein Riesenunterschied, wenn ich mir so ein Gameplay angucke und jetzt nach den 1,5 Wochen Gameplay von mir angucke. Da liegen ja schon Welten. Ich konnte hier noch nicht bauen, ich konnte gar nichts. Und das Witzige eigentlich an diesem Solo-Win ist, dass ich zum einen nicht gestreamt habe, zum anderen natürlich nicht darauf jetzt irgendwie krass fokussiert war, hier irgendwie überkrasse Sachen zu machen oder ein Video aufzunehmen. Aber ich konnte am Ende, wo ich dann gewonnen habe, zum Glück noch Backcapture anmachen von Shadowplay und dann meine letzten 20 Minuten zum Glück speichern als Videodatei. Sonst wäre dieses Video niemals veröffentlicht worden. Das wäre ein bisschen schade für den ersten Win. Und ihr seht es schon, ich war sogar AFK. Ich habe mir nämlich gerade was zu trinken geholt. Und ich glaube, genau das war der göttliche Segen, den ich gebraucht habe, um diesen Win zu holen. Denn hätte ich mich wieder ins Getümmel gestürzt, wäre ich wahrscheinlich elend down gegangen, wie die Runden davor. Das war, glaube ich, die 4. Solo-Runde an diesem Tag. Beziehungsweise hatte ich vorher auch noch nie Solo gespielt. Deswegen bin ich da natürlich auch relativ stolz drauf, dass das Ganze schon am zweiten Tag nach der 4. Solo-Runde passiert ist. Was man natürlich auch noch dazu sagen kann, ich habe in der Runde nicht ein einziges Wort gesprochen, deshalb werde ich das hier nachkommentieren. Mit mir im Teamspeak hört ihr manchmal Pex und Sonny, die haben glaube ich gerade Duo-Q gespielt, beziehungsweise haben die Team gespielt mit noch einem, der muted war, ich weiß nicht genau. Die werdet ihr auf jeden Fall zwischendurch mal hören. Und hier seht ihr schon, ich peile die goldene Kiste an, das habe ich schon gelernt, leckerer Loot in goldene Kisten, ja, auch nach den paar Stündchen sollte man das auf jeden Fall wissen. Und da oben ist schon der erste Gegner. Da baue ich schon die Rampe und ja, habe auf jeden Fall sehr professionelles Aim. Also anvisiert habe ich da nicht, warum auch immer. Aber gut, immerhin habe ich mich schon mit dem Pumpgun geschnappt. Jetzt gehe ich hoch, natürlich den Rest looten. Und ja, man könnte natürlich jetzt auch direkt sein Inventory schon mal hin und her schieben. Und da passiert übrigens der nächste Fehler. Der große Shield, den sollte man natürlich zuletzt trinken. Und zuerst die kleinen, die healen nämlich nur bis 50. Übrigens höre ich jetzt auch gerade Steps. Den versuche ich direkt wegzupushen hier mit der Pumpgun. Und er steht einfach nur da. Oh. Und mein Aim ist auch katastrophal. Ich versuche noch nicht mal anzuvisieren mit der M4 oder mit der Pumpgun oder mal ein bisschen mehr mit Movement beziehungsweise einfach mal stillstehen versuchen auf dem Head. Da lässt auch einfach mal die M4 beziehungsweise die AR einfach liegen. Das sollte man ja so auch nicht machen, wenn man gerade so wenige Waffen hat. Da kann man sich ruhig mal die andere AR noch mitnehmen, denn da hat man auch noch ein bisschen Schuss. Ja, komm zu mir, komm zu mir. Den einen Typen sehe ich jetzt und breche zum Glück ab. Und aime auch mal und treffe auch mal was. Das sollte man auch beherrschen. Ja, aber overall doch schon einige Fehler hier. Ja, der hat bei dir hinten geschossen, du solltest zu mir, damit wir zusammen... Im Übrigen, der gerade geredet hat, ist Pex und ich finde, der hört sich so ein bisschen an wie Alt-F4 Games. Und Sonny ist übrigens auch da, ja, die Sonnys Mutter-Witze, wer die noch kennt. Also Sonny, der hört sich ein bisschen dumpfer an, der mit der etwas helleren Stimme ist Pex, der mit der etwas dumpferen Stimme ist Sonny. Aber ja, das tut eh nicht viel zur Sache hier bei dem Gameplay. Übrigens jetzt endlich mal Inventory Management. Ich habe standardweise immer auf der 2 eine AR, ja, oder eine SCAR. Und auf dem dritten Slot habe ich meistens eine Autopump, denn die zwei Schrotflinten, das habe ich nicht so drauf mit den Mechanics, da immer wechseln und so weiter. Das verwirrt mich manchmal und dann geht auch halt auch immer ein Slot drauf. Und auf der 4 habe ich meistens eine Sniper mittlerweile. Oder Rocket Launcher oder je nachdem, was halt so anfällt. Und 5 und 6 meistens irgendwo Heal. Entweder nur die 6 oder auch 5 und 6, je nachdem, was man denn so hat. Vorzugsweise natürlich die dicken Pötter anstatt die kleinen. Und natürlich auch lieber Medikit anstatt die kleinen Bandagen. Und hier fange ich auch an, wird diesmal ein bisschen Holz zu farmen, denn 80 ist ein bisschen lame. Ich finde, man sollte am Anfang
immer mindestens mal so mit 150 bis 200 rumlaufen, damit man ein bisschen was anstellen kann. Und im Late Game ist das sowieso essentiell, wenn man da einen One-on-One-Fight hat, wenn er sich da auch eine kleine Festung aufbaut, dass man da eben auch hinpushen kann oder sich eben gegenbauen kann. Du hast Verbände dabei, ich habe zwei fette Schilde dabei. Ja, ich habe 15 Stück. Boah, nehmen uns. Da höre ich jetzt übrigens eine Sniper und bin mal ein bisschen gespannt, was da so abgeht und wo der ist. Hier, lass hier lang. Ja. Auch dumm, dass ich hier gerade den fetten Baum geschreddert habe. Das ist nämlich so eine Sache, wenn der fette Baum weggeht, wenn der jetzt irgendwo ein bisschen weiter hinten stehen würde und wird da hingucken, dann wird er natürlich sehen, dass der Baum fehlt oder weggegangen ist. Und dann wüsste er auch, dass ich da gerade alles gefällt habe. Ich predikte jetzt zum Beispiel, dass da einer ist, dann wird es ja hochgebaut. Aber ganz so sicher bin ich natürlich auch nicht. Also jetzt muss ich auch mal sagen, die Sniper-Shots haben sich auf jeden Fall wesentlich weiter weg angehört. Und hier wird ja auch absolut gar keiner mehr sein. Das war wahrscheinlich im Early Game, dass ja einer hochgebaut hat noch. Zu der Kiste oder allgemein, zu einem Gegner. Aber hier sieht alles relativ frei aus. Und ich versuche jetzt natürlich auch ein bisschen zur Zone zu laufen. Und meine Kollegen im Teamspeak habe ich, glaube ich, in diesem Moment auch gemutet. Man hört sie nämlich gar nicht mehr, weil da wollte ich mich mal ein bisschen konzentrieren. So, 3 Kills, jawohl, und nur noch 28, das riecht vielleicht nach einem Win, habe ich mir da schon fast gedacht, ja. Und ihr seht schon hier die paranoiden Blicke nach hinten, weil, wie gesagt, ich hatte ja den Sniper-Schuss gehört, aber ja, mittlerweile muss ich sagen, nach der Aufnahme, der war viel weiter weg und der wird auch schon längst über die Zone rübergelaufen sein, die da auch in 2 Minuten schon ankommt. Deshalb muss ich mich auch mal ein bisschen spurten und versuche hier währenddessen noch ein bisschen Holz zu hacken. Wobei, ich habe jetzt gleich 300, das würde eigentlich schon gut ausreichen. Jetzt hört man übrigens hier noch eine Kiste. Und ja, ich versuche hier wunderbar in den LKW reinzukommen. Das Ding ist, wenn du den LKW shreddest, dann ist die Kiste auch Game Over. Hier, das mache ich auch zum Glück relativ gescheit. Den Slurp rein, der hielt nämlich pro Sekunde einmal HP und einmal Shield auf, da ich nur 75 hatte und das nur mit dem Medipack hochheilen kann, weil die Bandagen gehen nur bis 75, macht das Sinn. Ich habe jetzt nämlich gleich dann 100 HP wieder und mit den kleinen Shields kannst du ja nur, da war übrigens jetzt der Gleiter, da baue ich so, oh, da baue ich sogar mal gegen. Auf jeden Fall mit den kleinen Shields kannst du ja nur bis zu 50. Oh, er rusht den, oh, ich verschreibe mir nochmal eine Packung Headset und ein Hörgerät. Boah, den hab ich gar nicht richtig gehört. Ja, klasse. Aber der hat auch ganz schön gestruggelt. Jetzt haben wir hier wieder 70 Shield weniger, aber wir haben immerhin noch 30. Da kann ich mich auch gleich nochmal mit den kleinen Shields hochhealen auf 50. Mehr geht da leider nicht, da brauchst du die großen Shields. Aber bevor ich mich jetzt hier mit den Shields hochheale, renne ich erstmal, denn wenn die Zone kommt, kriegst du ja kein Shield abgezogen, sondern HP. Und da ist mir natürlich wichtiger, jetzt erstmal meine 100 HP ein bisschen zu behalten, anstatt dass das auch runtergeht. Aber ihr seht schon, die Zone ist auf jeden Fall ein Ticken schneller. In der Endzone übrigens ist die Zone relativ langsam, da kannst du immer davor weglaufen, aber das ist ja die allererste Zone, die hat schon gut Speed. Und da bin ich natürlich ein bisschen langsamer. Aber ich glaube, ich nehme jetzt auch nicht so viel Damage, also auf 75 geht es auf jeden Fall nicht. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen mehr behalten. 87, ja. Das ist noch in Ordnung in dem Moment. So, jetzt gucke ich mich natürlich ein bisschen um und springe ein bisschen. Also man sieht so ein bisschen kapiere ich ja was, aber manchmal laufe ich einfach auch nur ganz straight und das ist halt überhaupt nicht gut. Umgucken ist da auch ganz wichtig in dem Spiel, ist aber in jedem Battle Royale Spiel so, dass du einfach ein bisschen Vision hast, dass du einfach mal ein bisschen Fokus hast, auch nach hinten, dass dich da keiner einfach von hinten erschießt. Übrigens habe ich jetzt wieder meine Kollegen unmuted. Auch immer darauf achten, wo gebaut wurde. Ihr habt ja schon rechts, links gesehen, da wurde sich schon hochgebaut. Da habe ich jetzt zum Beispiel keinen Fokus hin, da hätte ich mal ein bisschen gucken sollen auf dem Berg, ob da was ist. Ich gucke jetzt hier eher rechts unten in die Schlucht, wo eigentlich gar nichts ist. Meine Plays sehen immer gleich aus, Alter. Bei Snobby Shores lande. Also macht schon eher Sinn, dass einer links ist oder direkt vor mir. Jetzt bin ich am Loot Lake. Aber ja, auf jeden Fall so ein bisschen in Richtung Zone rennen, ein bisschen noch farmen. Lass mal Loot Lake selbstgehend verlassen, Alter. Weil irgendwas sind sie verschanzt, okay, nicht.
Ab diesem Moment müsste ich jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt sehr viel Holz haben, denn wenn man Kill macht, die Leute haben ja auch ein bisschen Materials dabei. Und overall jetzt hier mitgeben mit 500 Holz, ja. Oben ist ein Fort gebaut auf dem Berg, siehst du das? Vor allem jetzt, wo ich die Aufnahme halt gerade wieder sehe, denke ich mir halt auch so, ich konnte im Prinzip so gut wie nichts bauen. Ihr seht es ja, ich hader da übelst lange rum und ich habe einfach 500 Holz. Was soll man damit, ja, als Anfänger so? Das brauchst du nicht unbedingt. Da um eine kleine Rampe zu bauen, um irgendwo hinzukommen oder so, das ist ja alles cool. Oder dir mal irgendwie ganz kurz ein bisschen... Cool. Oh, den da oben, sehe ich den hin, hier ist da auf, die dem, Treppe nach auf dem oben Berg? Von dem. Ich glaube, den habe ich gar nicht gespottet. Den hat man gerade ganz gut gesehen. Aber es ist auch meistens immer ein bisschen, wenn man... hier oben baut, der kann nicht skillt. Also der Pex, ey, wie viel der labert. Also, ah, jetzt sehe ich ihn. Ich muss sagen, wenn man eine Aufnahme sieht oder auch manchmal im Livestream oder auch bei CSGO, wenn man einfach einem zuschaut, weil der war aber schnell da, dann hast du natürlich mehr Vision als Spieler selbst. Hast du natürlich bestimmte Focus Points, wo du hinguckst. Und ich bin gerade am... Loot ich den überhaupt? Hier sind welche. Oder juckt mich das in dem Moment gar nicht? Ich gucke einfach nur ein bisschen rum, ob da noch irgendwas kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich den loote, aber wahrscheinlich schon. Müsste man eigentlich machen, weil vielleicht hat er ja eine schöne Waffe am Start. Zumindest Munition, denn ihr seht schon, AR 100 Schuss, das ist nicht, boah, nicht sonderlich viel. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade mit der... Also die Burst zum Beispiel, die Waffe mag ich gar nicht. Wobei, wenn du Midrange bist und das, du burstest direkt in den Head, dann ist er meistens auch direkt down. Wenn dann alle drei Schüsse hitten. Aber overall finde ich jetzt die ganz normale M4 oder SCAR Welten besser. Oh Gott. Oh. Das war wieder... Ja, Verbesserungsbedarf ist da. Ja, definitiv. Ja. Ganz schön gestruggelt. Also Close Range mit M4 drauf schießen ist absolut Bullshit. Ja. Das kann man sich auf jeden Fall merken. Auch hier meine Mechanics. Normalerweise, ich hätte schon längst alles gelootet, wäre schon direkt durch die Zone. Jetzt laufe ich nach hinten und laufe gleich wahrscheinlich wieder rein, um mir da noch was zu schnappen. Aber jetzt habe ich ja schon das Medipack aufgebraucht. Es ist halt eigentlich absolut dumm, was ich hier spiele. Hätte ich mir das Medipack wenigstens später reingezogen. Ja. Anfängerfehler. Aber wie gesagt, war ja der zweite Tag Fortnite nach 8 Stunden. Overall, wenn ich mir das so angucke, ja, viele Fehler. Aber ich glaube, es kann auch schlimmer sein. Also wenn ich sehe im Moment, was für Leute ich rasiere, die haben absolut gar keinen Plan von dem Spiel und kein Aim und gar nichts und die haben dann irgendwie auch schon so 200 Spiele oder so. Boah. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ungefähr, ich kann überlegen, wie viele Spiele hatte ich ungefähr. Vor allem Solo-Queue hatte ich fast gar nichts. Ich hatte an dem Tag zum allerersten Mal Solo-Queue gespielt. Ich glaube, ich hatte 2 oder 3 Solo-Queues davor. Das war mein 4. Solo-Queue und der 4. Win, und halt schon direkt ein Win. Oh Gott, und das ist auch spannend hier mit der Sniper. Da muss man auf jeden Fall noch einen Ticken höher. Aber ich traue mich halt auch nicht zu schießen, ne? Ja. Aber ich muss sagen, Sniper in dem Spiel ist auch relativ schwierig. Also die Höhe nach einer Zeit hat man auf jeden Fall raus, dass man Head trifft oder zumindest Buddy, also... Aber das Problem ist, dass das Projektil ja relativ lange fliegt. Und wenn sich dann der Gegner bewegt und vor allem so ein bisschen zickzack bewegt oder wie der einfach mal zwischendurch stehen bleibt oder so, dann ist es halt sehr, sehr schwierig zu predikten. Also das Projektil würde jetzt hier eine Sekunde hinfliegen, aber woher willst du wissen, was der Typ innerhalb von einer Sekunde macht? Das kannst du gar nicht so richtig wissen. Es ist halt manchmal mehr Luck als sonst was. Wenn die natürlich einfach nur dastehen, sich healen oder looten oder so, dann ist es immer relativ simpel. Aber ja, vor allem wenn er sich hochbaut, dann auch diese ganze Höhenunterschied und so, das ist schon ein bisschen, ja... Da gehört auch eine Prise Luck dazu. Skill ist das eine, dass du ungefähr weißt, wo du annehmen musst. Oder dass du es einfach überhaupt weißt. Und natürlich ein bisschen Erfahrungswerte, wie er denn läuft. Vor allem, wenn er einfach geradeaus läuft, kannst du es auch ungefähr predikten.
Da hätte ich mir auch eigentlich die drei kleinen mitnehmen können. Jetzt behalte ich den großen. Ja. Kann man machen, wie man möchte. Jetzt mittlerweile, ich hätte dann eher wahrscheinlich die drei kleinen mitgenommen, weil wenn ich jetzt hier ein bisschen angedamaged werde und so, klar, ich kann jetzt 50 hochhealen, aber die drei kleinen würden dann theoretisch für zwei Fights nochmal reichen. Ja. Ja. Ich hoffe, das ist übrigens in Ordnung. Ich kommentiere das hier einfach. Eigentlich wollte ich es gar nicht kommentieren, aber ich habe gerade gemerkt, dass ich einfach, ja, wie schon am Anfang erwähnt, gar nicht rede. Dann hatte ich überlegt, soll ich es zusammenschneiden, aber ich denke mir so, der erste Win, den kannst du ein bisschen kommentieren und ich reagiere ja sozusagen auf mein eigenes Gameplay so ein bisschen. Das ist sozusagen Reaction-Commentary-Lifestyle. Vielleicht gefällt euch das ja. Vielleicht kann ich das ja nochmal mit einem Gameplay machen, jetzt von einem aktuellen oder so. Mal schauen. Aber ja, ich habe übrigens, ja, was ich auch die Tage hochladen möchte, ich habe Solo-Squads gespielt. Ich hatte nämlich Mission, das waren meine ersten paar Solo-Squad-Versuche und ich habe da was ziemlich Cooles gemacht. Das habe ich allerdings direkt live kommentiert, weil ich wollte das auch auf jeden Fall für YouTube aufnehmen. Und habe da zwei Versuche für zwei Missions gemacht. Das werde ich wahrscheinlich auch die Tage hochladen. Also das könnt ihr gerne mal abchecken. Im Übrigen, kleiner Hinweis, wenn es euch denn gefällt, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, bis hierhin geschaut habt, lasst doch mal ein Abo da, Jungs. Das ist ein Klick, ganz easy peasy, kostenlos und aktiviert, drückt die Glocke. Der Bibto-Kanal ist ja übrigens mein Second Channel. Ich mache ja normalerweise CSGO auf meinem Main Channel, auf dem Libanator. Kennen wahrscheinlich die meisten, aber hier auf dem Bibto lade ich alles Mögliche hoch, von irgendwelchen Livestream-Ausschnitten, Livestream-Highlights von verschiedenen Games und ja, jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Fortnite auf jeden Fall, weil das Spiel gefällt mir. Ich hatte damals, wo ich PUBG gezockt habe, da habe ich auch zwei PUBG-Sachen hochgeladen. Ich hatte sogar was Drittes in der Pipeline, aber ich weiß gar nicht, ob ich das Video noch fertig schneide. Weil PUBG spiele ich so im Moment gar nicht mehr. Ich finde, Fortnite ist für mich so die bessere Alternative. Aber das habe ich ja schon mal in einem anderen Video erklärt. Und zwar in meinem Highlights-Video, in dem meine ersten drei Tage in Fortnite. Ja. Da ist übrigens auch, ich weiß gar nicht, habe ich da eigentlich das Highlight reingeschnitten von diesem Win? Das war ja am zweiten Tag. Ich weiß gar nicht. Aber was ich auf jeden Fall reingeschnitten habe, ist vom dritten Tag. Da hatte ich einen Solo-Queue-Win mit 11 Kills sogar. Das war ein Tag später. Da konnte ich auch schon ein bisschen besser bauen. Aber das habe ich jetzt nicht hochgeladen. Das habe ich nämlich in diesem 3-Tages-Highlight-Video mit rein integriert. So, jetzt spitze ich meine Lauscher. Ihr hört es schon, er schießt. Ja, einer schießt und es leben noch drei Leute mit mir. Also letztendlich diese zwei betteln sich gerade und ich rieche es schon, ja. Ich bin schon so richtig hart am, so, ich darf keinen Fehler machen. So, den oben spotte ich jetzt, glaube ich, oder? Ja, ich habe ihn gerade gespottet, er ist runtergejumpt und da gehe ich hinterher auch noch mit der Sniper in der Hand. Das ist halt übergefährlich, so oft mit Range. Und bam, hat den anderen getötet und ich weiß jetzt, okay, jetzt kommt 1-on-1. Ich weiß, ich kann nicht bauen, ich habe Respekt, ich sehe, er kann bauen, ja, er hat hier etwas hingestellt, oh mein Gott. So, und ich schleiche nach vorne. Und ich weiß noch nicht, wo er ist. Ich höre ihn vor mir. Und da wollte ich eigentlich raus, aber ich habe mich nicht getraut. Da habe ich gedacht, komm, ich move ihn aus. Und jetzt renne ich einfach hinterher. Er hat mich schon den Weg gepflastert. Und jetzt. Oh, das war übrigens noch von der Live-Aufnahme, dieser Stöhner und dieses Buh. Weil ich war so erleichtert, ich war ja so am Zittern, so am Struggeln, dass ich den hole, weil ich hatte echt Respekt vor dem Typen, weil ich habe ja gesehen, der hat gebaut und der wird ein bisschen was können und so und vor allem, wie schnell der da hochgebaut. Also, mittlerweile muss ich sagen, das ist ja irgendwie nicht krass so, aber in dem Moment fand ich das schon krass. Ja, wir sind soweit fertig. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ich habe mir gedacht, nachkommentieren ist muss, sonst wäre es ein bisschen zu langweilig gewesen. Ich entschuldige mich natürlich auch nochmal dafür, dass meine Kollegen geredet haben. Habe es versucht, ein bisschen leise zu pegeln. Lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und in der Endcard und in der Beschreibung ist nochmal die ersten 3 Tage Highlight-Video verlinkt. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.